Wir haben es gleich geschafft. Aber das ist auch zum Beispiel so ein Ding mit den Wassereimern jetzt an Land. Das hatte zum Beispiel, glaube ich, nicht in den Patchnotes gestanden. Ist ja auch egal. Aber was zum Beispiel auch ist, schlafen, ne? Wenn ihr nicht schlafen geht. Es ist, glaube ich, nach einer gewissen Zeit tödlich. Aber wenn ihr keinen Punkt mehr auf Schlafen habt, dann dürft ihr zum Beispiel nicht mehr sprinten. Dann seid ihr im Slow-Motion-Modus unterwegs. So. Gehen wir mal gucken. Ich meine, gut, Wasser kriege ich ja jetzt rein theoretisch. Ich habe ja alles für einen Wassersammelbehälter, ne? Jetzt muss ich mir nur noch eine Falte machen, wie ich an der Shanks komme. Bist du mein Boot? Habe ich es gerade richtig gehört? Mal. Keine Ahnung, wie viele da warten. Oben ist meistens eine Machete drin, ne? Das würde mir schon mal sehr helfen. Manu! Hoch. Hui. Vor allem, wie er gerade aus dem Boot rausgekommen ist, ne? Ich geh nicht auf. Really? Hole to interact? Das geht nur nicht. Krieg die Tür auch nicht auf. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt schon wieder zum Brechen. Ich kann es nicht benutzen. Tja, Leute, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich auf H2 warten muss. Doch, einsammeln geht noch. Ich gehe mal dann zum Container. Vielleicht liegt da ja irgendwas drin. Was ist das denn für ein komischer? Achso. Busch. Da ist auch noch ein Schiff. Vor allem der Hai war eben ganz schön groß, ne? By the way. Und ich habe keine Streifen gesehen. Wäre mega, wenn da jetzt irgendwas Schönes drin wäre. Ach ja, ich kriege ja die Tür nicht auf. Hold to interact. Ach, Crafting-Menü und alles kriege ich auch nicht auf. Inventar kriege ich nicht auf. You must craft a shelter. Mhm. Lol, okay. Okay, soviel dazu. Wir bauen mal... Achso, wir brauchen erstmal ein normales Campfire. Craft. Dann das hier. Da fehlt noch ein Rock. Okay, kannst du. Gehen wir mal fix suchen. Okay, wer den Bug hat, mal kurz ins Menü und wieder raus. Dann gehen wir aber nochmal zum Boot jetzt. So. Solange es noch hell ist, das müssen wir ausnutzen. Wo war es denn? Kartoffeln haben wir auch hier. Ja, wie gesagt, den Grill gibt es in der Form nicht mehr. Dafür muss man Potenzien suchen. Oh, warum auch nicht? Na, siehst du. Okay. Geht nicht.
auch leer. Nanu. Wo ist das dunkel? Aber zumindest habe ich eine Möglichkeit. Ah! Los, schnell weg hier. Eine Möglichkeit gefunden, jetzt hier mich zu ernähren. Oh, hier sind die ganzen Steine. Gut. Das rettet mir gerade alles. So, und das meine ich. Hier kriegt ihr jetzt so eine... Lol. Okay, wartet mal. Eins nach dem anderen. Ihr kriegt da so eine Leaves raus. Die müsst ihr zusammen craften zu einem Seil. Und anstatt zwei kriegt ihr, glaube ich, nur noch ein und ein Viertel raus, so ungefähr, von der Masse. Sie wachsen noch nach, aber es ist alles ein bisschen... Nun ja, schleppender, sagen wir es mal so. Gut, wie gesagt, wir werden hier ein paar Folgen zocken. Aber ich denke, es ist noch ziemlich verbuggt alles. Feuer wollen wir noch nicht machen. Craft. Ach, mit Anklippverfahren, verstehe. So, den können wir... Da brauchen wir einen Barrel, okay. Lashings. Vier Lashings und ein Stick noch. Dann haben wir schon mal einen Räucherofen. Bringt uns rein gar nicht, solange wir... Ach so, okay, verstehe. Lol. Da oben macht ihr Salzwasser rein. Durch Verdunstung tropft dann unten. Alter, okay. Ist natürlich schon ein Update. Gut, wir machen jetzt hier erstmal die Tasche leer. Wir sehen nichts. Was brauchte ich denn für den Shelter? Leaves und Palmleaf. Ach, jetzt müssen wir auch noch eine Palme dafür fallen. Close, okay. Tabs. Davon werden wir uns gleich mal eine genehmigen. Glaube ich. Werden wir einfach mal so tun. Haben wir zwei. Kompass. So. Und dann gehen wir mal Leaves jagen. Ja, und wie gesagt, ihr könnt die Kokosnüsse einfach ganz lassen. Da wird auch nichts passieren, solange sie ihr nicht halbiert. Zum Essen können sie auch nicht schlecht werden. Ja, dann gehen wir jetzt mal Blätter sammeln. Vor allem das Interessante ist, ich nehme das Ganze auf und ich glaube, ihr habt gerade mal zwei oder drei Folgen gesehen oder vier Folgen. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall habt ihr noch nicht viele Folgen gesehen. Wie gart man denn? Ja, wahrscheinlich durch den Barrel, ne, den man suchen muss. Oh fuck, ich sehe nichts. Da. So, jetzt ist die Frage, wie baut man die? Haben wir denn? Da, Lashing. Okay, Craft. Lol, ernsthaft? Also das heißt, man kriegt pro Pflanze nur noch einen raus. Das ist die Kurzfassung dazu. Hier müsste eigentlich irgendwo ein Dings dran sein. Ja, eine Kura Fruit. Also wir könnten auch anbauen. Wie viele Feuerstellen man nachher braucht. Aber gut, wir haben mehr Zeit, ne? Ich habe schon vieles gelesen, dass das Spiel nicht älter als eine Stunde wird. Dann kackt das auch ab. Das ist auch so ein Bug, den ich gelesen habe. Der macht mir auch sehr viel Mut. Ich sammle jetzt mal hier alles an diesen Pflanzendingern ein. Wir brauchen davon eine ganze Menge. Und ich werde auch versuchen, diese Axt noch eine Weile zu schonen. Aber wir haben ja erstmal einen Bruchteil hier von der Insel erkundet. Auf jeden Fall haben wir auch Fleisch vor der Haustür schwimmen. Und dementsprechend muss man auch relativ zügig den Räucherofen bauen. Denn alles, was man gart, auch Krabben zum Beispiel. Ach, ich gerade Y drücke. Hexer-Amulett verwenden. So, das war ein Insider. Kann man halt dort
haltbar machen. So, wir brauchen noch eine Palme. Die sieht doch vielversprechend aus. Die nehmen wir dann mit. Dann setzen wir da nämlich noch den Shelter. Oh, lol. Dann brauchen wir ein Bett. Also wir brauchen so viel, ne? Wir brauchen so viel. Muss ich mal gerade fix mitnehmen. Waren hier nicht gerade drei? Da. Ich traue mich schon gar nicht mehr irgendwo in die Dings reinzugehen, in die Menüs. In dieser kleinen Bitch. So. Und es wurde irgendwas in der Zeit gemacht. Ich kann euch aber nicht genau sagen, inwieweit, weil das konnte ich nicht rauslesen. Es gibt ein neues Zeitsystem, worauf sich auch Hunger, Durst, Schlafzeit und so weiter anpasst. Ich weiß nicht, ob die Tageszeit verkürzt wurde oder ich weiß es wirklich nicht, Leute. Auf jeden Fall wurde alles angepasst an diese neue Zeit. Also sprich das Wachstum, Pflanzenwachstum und so weiter und so fort. So, und die brauchen wir jetzt, wie gesagt, für Shelter. Solltet ihr aus The Forest, glaube ich, ne? The Forest baut man auch ein Shelter am Anfang. Genau. Ich bin erstmal glücklich, dass eine Aufnahme läuft und ich spiele. Das ist schon mal... Geht nicht? Okay. Achso, deswegen. Klingt nach einem Plan. Machen wir das. Oh Gott. Vier pro... Na, du kommst schon. Ach, Quatsch. Okay, ein paar Lashings haben wir ja schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Gut, wir haben noch den anderen Teil der Insel. Das Shelter. Craft. Das ist jetzt irgendwie... Genau, sleep oder save? Wir sleepen jetzt erstmal. Oder nach saven wir. Okay. Save. Hui, okay. Mein erster Game save. So, jetzt heißt es irgendwie Wasser organisieren. Wie sieht's aus? Ja, da seht ihr schon. Da seht ihr schon. Und zwar, wir brauchen... Craft. Hä? Wenn das mal nicht ein Fehler war. So lange müssen die Kokosnüsse herhalten. Hilft ja nichts. Ich gehe gleich mal gucken, ob ich noch mehr finde. Ist ganz schön leise, der Sound, ne? Ach, neues. Kommt auch noch hinzu, ne? Neue Regensounds haben sie auch eingefügt. Drink Able, Kokosnüsse. Wartet mal, Sounds, Options. Audio. Ne, Music nicht. Back. Zoom. Ja. Also nichts mehr mit auf hohe See speichern und ich springe mal zum Hai runter und wenn nicht, dann lade ich neu. So, ich gehe mal gucken, ob ich noch eine zweite Ladung Wasser einmal finde. Wäre nicht schlecht. Oder ein Bötchen oder sowas in der Richtung. Die Insel ist riesig, aber nicht sonderlich viele Rohstoffe, ne? Gut, die können wir natürlich auch schon mal sammeln. Ich werde zwar noch keine Landwirtschaft betreiben, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, schnell Wasser zu ziehen irgendwie. Können wir rüberlaufen oder nicht? Wir können rüberlaufen. Okay. Okay. Ich habe mir so gedacht, das ist so weit abseits gelegen, da ist bestimmt ein Wasserheim. Glaube ich. Nein, keine Ahnung.
Hier ist mal gar nichts. Tja. Was hat denn jetzt eigentlich die Kokosnuss gebracht? Nicht wirklich. Dann ist auch noch ein Container, sehe ich gerade. Nee, das ist derselbe, ne? Ja, okay. Ist derselbe, nur andere Perspektive. Ja, es wäre nice, wenn jetzt natürlich, Alter, Regen oder sowas kommen würde. Muss mir echt was einfallen lassen hier. Das brauchen wir auch noch, um Boote herzubauen. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Schiff. Das Problem ist der Hai, ne, der hier rumschwimmt. Das ist ein ganz schöner Oscher. Also, Firepit. Es regnet. Bin total überfordert. Was mache ich denn jetzt hier? Wir schlagen noch eine Kokosnuss an. Eine werden wir als Trinkflasche nutzen und die anderen beiden mache ich auf und esse die. Ist noch die Frage, wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Also ich habe schon gelesen, man sollte wirklich zusehen, dass man schnell Wasser ranbekommt. Dafür sorgt.